Nun, Herr Gestra, hat eure Recherche der Bibliothek etwas ergeben? Ja, einige der Magister könnten noch hier sein. Ich muss mich einmal mit ihnen unterhalten. Gab es denn einige mit einem weißen Gildensiegel? Fiel dir da irgendwer Spezielles ein? Ich meine, die Akademieleiterin wäre zumindest aus Winsalt. Aurasia. Ist das so? Ja, ist so. Müsste man mal ins Rotora Städtebuch Marian gucken. die Schumir. Meinst du den? Die? Ja, so hieß sie. Ja, dann wird das so sein. Alter Wohnort Winsalt. Ich sehe es hier gerade. Das ist eine Magierin hier. Oronstag. Ja, 35 Tage Krieg. Das heißt, sie stirbt. Alles klar. Ja, also wie gesagt, ich würde mir halt mal die Magiersiegel von den ganzen Leuten anschauen, wer jetzt zur Weißen Gilde gehört oder so. Das dann mit dem Beweismaterial vergleichen und dann gibt es vielleicht am nächsten Tag oder so, falls ihr Lust habt, das zu spielen, einen kurzen Prozess und dann werden die hingerichtet. Ja, ich muss gerade schauen. Hier wird auch berichtet, dass während ihr durch die Akademie gestreift seid, sich jemand vom Akademieturm gestürzt hat. Es ist nicht ganz sicher, ob das Selbstmord ist oder ob irgendjemand sie geschubst hat, aber im späteren Verlauf der Ermittlung wird klar werden, dass das Marian die Schumia war und dass sie ein weißes Siegel auf ihrer Hand hatte. Gibt's noch welche oder können wir den Prozess machen? Gute Frage. Also hier steht nicht so viel zu anderen Magiern drin. Muss gerade mal schauen. Die Ja, nur ein, Akademieleiterin zwei. steht hier halt drin, Dotora Marian die Schumir. Aber ansonsten viele Borberatianer, viele Hexen. Sie sind aus Richtung Schwarz, aber ihr offiziell gehören sie keine Gilde an, also haben sie auch keine Gildenrechtsprechung verdient, sondern können als, ja, als Freizauberer können sie dann auch quasi hingerichtet werden. Also zumindest von einem profanen Gericht. Können sie hingerichtet werden, da braucht es zumindest kein Gildenrecht. Oh, rate mal, Das wer könnt ihr aber gerne machen, wenn ihr hier wollt. ist. Klopf, klopf, klopf. Es ist der profane Richter. Ja, wie gesagt, also falls da noch irgendwelche mit einem weißen Gildensiegel rumlaufen, übernehme ich das. Den Rest überlasse ich den anderen. Ja, ich würde mich um die Graumagier kümmern oder Schwarzmagier, wenn welche da sind. Nun, da die Akademie gildenlos ist, haben die alle keine Gilde mehr. Nun, die haben zumindest ein Siegel. Ja, genau. Das Siegel gibt aber nicht eine Gildenzugehörigkeit an. Zumindest Abgesehen nicht bei. davon, Abemir, ihr habt doch überhaupt gar keine Befugnis, um zu richten. Und wir Wir werden sie auch garantiert nicht. nicht irgendwo nach Perikum oder so, nach Punin überstellen, damit sie folgenden Gilden gerecht gestellt werden können und dann in einem Keller versackern. Ja, das. Doch, Ist. genau das ist das Richtige. Schauen wir mal nach. Die Magierin Sabeth war Dozentin an der Schule der Schmerzen. Sie erforschte unter anderem die Übertragung von Schönheit. Hier steht nichts zu ihrem Tod, dementsprechend wäre sie frei. Dann haben wir Nereman al-Omar al-Fasar. Der lebt noch, das heißt, der kommt aus Fasar. War vermutlich gerade nicht anwesend. War vermutlich gerade nicht anwesend. Magister Ordinarius Controllarius ist also gerade nicht da, ist wahrscheinlich wieder nach Fasar zurückgekehrt. Rasulan ist der Lehrmeister von Kelbarai Babura. Gehörte zur Lehrmeister der Schule Schmerzen, der lebt auch noch, ist wahrscheinlich auch nicht anwesend. Valeria Darklayes Murinari, geboren als Rayades, lebt auch noch. Das sind Alanfana, Haus Florios ehemals. Der Medikus Chadir Al-Farai ist Mitglied im Zirkel der freien Wissenschaften in Gareth. Er war Magister für Anatomie an der Schule der Schmerzen. Der lebt noch. Scheint so, als würde Iserun ihren Willen kriegen. Die hatten wohl gerade eine Klassenfahrt gemacht. Werte. Ja, also du wirst sicherlich, weiß ich nicht, 1W4 Weißmagier finden, 1W4 Graumagier und 1W4 Schwarzmagier. Oder sagen wir 2W6 Schwarzmagier. Ja, in der Nacht gibt es plötzlich ein paar ungeklärte Todesfälle. Ich weiß nicht, wie es geschehen konnte, aber die Wachen haben einfach nicht aufgepasst und naja. Ich habe keine Ahnung, die sind auf einmal in ihre Säbel gefallen, die Magier. Warum haben die Säbel? Frag mich doch nicht. Was möchtest du denn Ja. machen? Möchtest du jetzt als Schatten agieren oder wie? Ich würde sie einfach töten als Schatten, ja. Nice. Wie möchtest du das denn tun?
ihnen die Kehle durchschneiden und ihre Hände, die mit dem Gildensiegel entfernen? Also, nochmal, du möchtest nachts ja. in die Akademie rein, ja? Genau. Wie möchtest du den Wachen entgehen? Ich würde sie wegschicken. Sie sollen etwas zu trinken holen. Also den Wachen wird das egal sein, aber wenn... Also Iphemia wird sicherlich auch egal sein, aber spätestens wenn du dann morgen vor Iserun und Ukurian von Sorgan stehst, spätestens dann wird es richtig widerliche Gespräche geben. Mir ist das egal. Ihr Wachen haben nichts gesehen. Tja, Iserun, mysteriös, Fall gesperrt. Wir haben ja... Die konnten diese sterben! Das Einzige, was ich mir vorstelle, ist, wie Jana nachts die Wachen da reinschickt, um die Aria abzudolchen, und die kommen zurück und sagen, die waren schon... Mir ist das egal. Hätte ja sein können, dass du das nicht so plump machen willst. Ich überlege gerade. Vielleicht hast du da irgendwie einen Zauber oder sowas, deswegen frage ich jetzt. Du kannst einen Zauber beschwören. Ich habe Memorabler Falsifier höchstens. Ja, das würde sogar gehen. Aber der wirkt nicht. Also, wenn ich gerade die Magieresistenz von 0 habe oder so, dann eher nicht. Nee, der wäre von 0 gerichtet nicht. Also. Aber. Nee, geht auch nicht. Schade. Also, du kannst die umbringen, den Wachen ist das egal. Die sagen ja, halt, wir haben nichts gesehen, aber wenn dieser Runde morgens da reinkommt. Kann ich mich mit einem Aurus Nasus Oculus selber tarnen? Nee. Bewegliche Bilder? Du meinst eine bewegliche Steinwand oder sowas? Ja, beweglicher Fliegenschwarm um dich rum. Das würde gehen, denke ich. Ja, also, ja ich es geht aber Also du solltest dich halt selbst in eine Fliege verwandeln, das wäre nice. Das wäre aber ein Adlerschwarm. Nee, ich meine jetzt nicht in eine Fliege, sondern in einen Fliegenschwarm, dunkle Zeiten. Ja, stimmt. Das wäre natürlich richtig gut. Das würde auch niemandem auffallen. Ungesehen. Ich schleife mich einfach mit Ignorantia rein. Ja, dann würfel den Zauber. Okay, ich lasse mir Zeit. So, mir ist egal. Du kannst da auch einfach so reingehen. Die Waffe. Es geht mir nur um Iserun und Ukurian. Ukurian ist wahrscheinlich egal. Hat er wenig Vorurteile. Wenn die Optenmagier auf einmal sterben, gibt es keinen Anklänger mehr. Ja, aber ich würde gerne abends nochmal mit Ukurian reden. Ich schipp ihn auf jeden Fall, ja. 20 oder beides. Nee, muss nur die 20. Nur die 20. Das reicht. Ja. Was macht der Ignoranz hier? In der Menschenmenge wirst du. Leute dich zwar, der macht, dass die Leute dich zwar sehen, aber du ihnen nicht auffällst. Genau. Also zieh dir halt eine Wach. Du wirst irgendwo eine Wachuniform auftreiben können und dann kannst du als Wache verkleidet mit dem Ignoranz hier da rein. Ja, genau. Und wird ihn halt, so unauffällig reinspazieren und, Die Magier sind ja gefesselt, also haben eine Mundfessel, die können ja nicht schreien großartig. Möchtest du nur die grauen und schwarzen Magier umbringen oder nur die schwarzen Magier? Nur die grauen und schwarzen Magier. Die weißen lässt du Iserun. Ja. Okay, interessant. Bin eigentlich unfair. Und wo sie halt einfach ihnen die Kehle durchschneiden. Auch den aus Winsalt? Gerade die aus Winsalt. Gut, dann wissen wir ja, wo die Loyalität sind. Das sind doch wohl meine. Willst du ihm nicht vorher mit einem kommen, die war da noch Winsalt weiß? Ja. Also auf dem Papier. Nee. Ja doch, weil cool. Winsalt anatomisch ist weiß, Winsalt Bannung ist, Winsalt Anti ist grau. Ja, aber was sollen denn hier irgendwelche Anti-Magier machen? Ja, genau, natürlich sind doch die vom anatomischen Institut. Ja, möchtest du die Iserun auch wegnehmen? Ist deine. Nicht, also den Magier aus Winter auf jeden Fall, da kann er nicht sein. ein Nestbeschmutzer. Ja, das okay. Geht gar nicht. Andere Horasia, ich weiß nicht, Belhanka sind Reisemagier, die werden hier nicht rumlaufen, aber sonst noch irgendwelche horasischen Schwulen, die hier angetroffen werden? Etana, oder? Es gibt Grangor, es gibt Metamorphos. Was macht denn Grangor? Grangor ist Illusionsmagie. Ja. Oh, die werden ja auch nichts zu suchen haben. Nee, die werden hier auch nicht sein. Haben wir noch? Die werden. Dann eher Austauschprogramm mit Zorgern haben. Belhanka? Ne, Belhanka ist Reise, das sind keine Dämonologen. Also dann noch Betana und Winsalt und es gibt noch eine, glaube ich. Und nochmal Winsalt. Kuslik. Genau, Kuslik. Kuslik hat 3 Akademien, ne? Kuslik hat... Und Metumis gibt es auch noch einer. Gott, was hat Kuslik denn? Kuslik hat das Institut der Arkananalysen, aber das ist halt... Das sind Metamagier. Ein Studium. Genau. Ja, das sind... Ja, ja. Und da gibt es noch eine von allen drei Verwandlung von Lebewesen, glaube ich, haben die. Genau. Das könnte interessant Halle sein. Halle der Metamorphose zu Kuslik. Das könnte interessant sein. Was ist das nicht Metumis? Nee. Das ist die Universalschule. Die lernen eigentlich alles Mögliche. Würfel mal ein W4. Kuslik ist Anthema. Junge! Dann nimmst du Iserun 4 Winsalter Eleven weg. Ja.
Wie viele Alter, da sind ja noch? Keine mehr. Ich habe nur ein W4. Nicht nur ein W4 das ist das schlechtes Bild für Winzer halt. So viel zu der Gewichtsverhandlung. Ich schnitzel mich da durch und mach's natürlich so, dass sie nicht bespritzt werden durch unsere Blutflecken. Und tappe Anatomie. Auf Anatomie. Nicht in diese Blutflecken reintappe. Ja. Er hat die Talente, er muss ihn hoch. Ich weiß, er ist der perfekte Meuchler, ne? Reicht, ne? Also du weißt, wie man einem Typen die Kehle durchschneidet, das kriegst du schon hin. Also das ist mehr Kompetenzbeweis als die letzten 100 Sitzungen über einem Rat. Was für ein kranker Magier, ey. Also mit Kampfmagier hat das nicht viel zu tun, aber er ist ein geiler Schatten. Was? Ja. Der ist voll der einfach nur ein Schlitzer. Irgendwelche Gebete. Wenn er doch wenigstens den Ekliptifaktus könnte, dann könnten die Schatten. Den kriegt er als Belohnung. Willst du irgendwelche Gebete zu Hesinde sprechen oder zu Raya oder sowas? Oder willst du sie einfach. Ich würde. Hesinde ist, glaube ich, nicht so passend. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Fex, bitte lass mich nicht erwischt werden. Ja, ich würde zu Fex bieten, Ovi, wahrscheinlich. Und Fex, der Meuchler? Ja. Ich glaube, ja. Der Ptolemäischraum ist ja, wurde ja anders Überlegt. Geschrieben und hat auch eine Bedeutung als Gott der Magie und ja. FEQX. Ja, richtig. Und Z. Nicht X. Stimmt. Und wurde Fex diese, ja, nicht Seele anempfehlen, aber ja, ich schenke sie ihm. Oh, schön. Junge. Ja, am nächsten Morgen, ich muss gerade überlegen, ihr seid am zweiten Raya, seid ihr aufgebrochen, dann haben wir jetzt den dritten Raya. Am dritten Morgen bekommt ihr von den Wachen in der in der Akademie dann mit, dass es wohl einen Zwischenfall gab, den man sich nicht ganz erklären kann. Und gerade als Iseron dann auf dem Weg in die Halle ist, um da ihren Gerichtsprozess zu veranstalten, ihr seid irgendwie mit dabei, werdet ihr mitbekommen, dass wohl alle Magier, die in den Zellen waren, gestorben sind. Wie sieht's wegen Regeneration aus? Ihr könnt irgendwo auf, ihr könnt euch dann hier irgendwo ein bequemes Bett nehmen. 1W6 plus 2 für alle außer Iseron. Götterkammer ganz normal. Und ich wollte am Abend ja noch mit Jalan sprechen. Ja, dann, bevor wir also zum dritten Raya springen, können wir gerne nochmal ein Gespräch in der Nacht führen. Aber da hatte ich jetzt schon mehr Interesse an Abelmirs hinterhältige Aktion. Gut. Ja, klar, dann findest du wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Bücherei, wo er die Verbrennungen beaufsichtigt. Ja, das ist ja okay. Da habe ich ja prinzipiell nichts gegen, solange Iseron ihre Unterlagen hat. Jalan? Ah, Voltax. Verzeihung, ich habe euch gar nicht gesehen. Es ist. Ja. Wirklich spät. Ja, habt ihr noch was gefunden? Ja, es gibt da noch so eine Sache, die hat mir beim Einreiten ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Wir sind ja an den Gräumen vorbeigegangen. Also, die kriegen morgen einen Erinnerst dich. Ja, ja. Das zu Recht. Weil die haben sich über Sachen unterhalten, von denen sie eigentlich gar nichts wissen sollten. Also, die haben gewettet, ob wir die jetzt betrügen. Die wussten also, was wir vorhaben. Die haben da die Preise festgelegt. Nun, Voltax, es sind Gräume. Verrat liegt in ihrer Natur. Ja. Wartet, ihr versteht dieses Gefiepse? Natürlich. Man muss sie verstehen, um sie bekämpfen zu können. Aber ja, wir müssen ihnen so schnell wie möglich Herr werden. Die sind gefährlich, sag ich euch. Ich habe schon gesehen, was Gräume anrichten können und. Ja. Die pressen noch den letzten Tropfen Blut aus Sumus armem Leib. Und aus der Stadt, was das angeht. Wahrscheinlich stecken sie hinter den Masten von diesem Sklavenhandel, von dem man uns erzählt hat. Oh, ich gehe davon aus. Widerlich. Iseron will morgen früh ihren Prozess abhalten. Ich weiß nicht genau, wie das vor den Gilden läuft, aber unter Umständen wird sie mich dazu heranziehen und danach kümmern wir uns zuerst um dieses Gräumenhaus. Ja, ja. Außerdem werden die wohl jede Menge Gold in den Kellern haben, das man beschlagnahmen kann. Ja, das interessiert mich jetzt nicht so, aber. Und ihr wollt es ihnen ja wohl nicht überlassen. Nein! Haben sie es ja. Wie würdet ihr sagen, Sumo geraubt? Genau, sie haben es Sumo abgepresst. Also wörtlich, genau. Aber vielleicht können wir es ja zurückführen. Wenn ich hier einen elementaren Diener beschwöre, könnte ich ihm all das Gold mitgeben und er könnte es zurücknehmen.
Das ist eine Möglichkeit, die wir ein andermal in Ruhe erörtern werden. Eine herausragende Idee wäre das, ja. Ja, gut. Aber morgen müssen wir uns um die Räume kümmern. Ach so, und falls ihr irgendein Buch über diese komischen Messer findet, dann vielleicht um Rafim zu helfen. Ich glaube, die Magistrin hatte da vorhin eins in der Mache, das sie behalten wollte. Ah, sehr gut, sehr gut. Wir haben allerdings, ich weiß nicht, ihr könnt die anderen Wachen mal fragen, aber ich zumindest habe noch keins von diesen Messern hier rumliegen sehen. Nicht, dass das am Ende noch in den Umlauf gerät. Oh je, das wäre tatsächlich nicht so gut. Dann gucken wir morgen auch nochmal danach. Jetzt ist es, wie gesagt, schon etwas spät und ich bin reichlich erschöpft. Ah! Diese uneinsehnliche alte Schabracke zu fällen mit meinem mächtigen Erzstrahl, das war ja auch ganz schön kräftezehrend. Also, ich werde mich schlafen legen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer Bücherverbrennung. Und ja. Selbstverständlich doch. Dann ruht gut. Ja, dann begibt sich ja noch wenig später zum Bett und träumt von riesigen Räumen in riesigen Endurium-Automaten, die ihn durch den Gassen Golgomax verfolgen. Ja, am nächsten Tage seid ihr allesamt wieder auf dem Weg in Richtung der Schule der Schmerzen. Iserun hatte angekündigt, dass sie einen heutigen Prozess machen möchte. Den könnte man sicherlich auch mit einem Exempel an den Räumen statuieren, als ihr dann wohl an der Eingangshalle der Schule der Schmerzen mitbekommt, dass es wohl einen unerklärlichen Unfall gab und sämtliche Magister, die sich in den Folterkellern aufhielten, gestorben sind. Man drückt es tatsächlich so aus. Zucken mit den Schultern. Ja, wir wissen auch nicht, was das sollte. Sie waren halt tot. Unglaublich. Das was soll das heißen? Reicht tot. Mir nicht als Erklärung. Wie sind sie gestorben? Diese Stadt ist grausam. Diese Schule ist grausam. Vielleicht ist dämonische Verseuchung in diesem Folterkeller. Ich meine, ein der Belkelel. Also ihr geweiht diese Stadt irgendwie und dann ein Folterkeller. Oh. Wie sind sie gestorben? Man hat ihnen wohl die Kehle durchgeschnitten. Wer ist so, das Mann? Keine Ahnung, irgendwelche Dämonen oder so? Zumindest waren wir das. Habt ihr etwas gesehen oder gehört? Nein, es hat sich sonst außer uns niemand herangeschlichen oder so etwas. Wir haben auch nicht geschlafen oder sowas. Ihr wollt mir wohl einen Bären aufbinden. Führt uns jetzt nach unten. Es gab regelmäßige Wachwechsel und... Und schafft mir alle Wachen, die hier unten in der letzten Nacht Wache gehalten haben, heran. Sofort. Magistra, einen Moment. Ja. Wir müssen uns der Möglichkeit gegenüber sehen, dass einmal der Magier entkommen konnte und jetzt, sagen wir mal, sauber macht. Verstehe, damit seine Geheimnisse nicht ans Tageslicht kommen. Ihr solltet vielleicht auch schauen, ob aus den Büchern, die ihr sichergestellt habt, nichts verschwunden ist. Nicht, dass dort auch noch Beweise verlieren gehen. Hervorragende Idee. Und ihr solltet vielleicht, ihr kennt euch mit diesen Analysen ja besser aus, aber schauen, ob dort unten gezaubert wurde. Transversal ist vielleicht? Das war doch dieser... Ja, richtig. Genau. Aber mir hast du eigentlich die chirurgischen Messer von Elburum benutzt? Ich hatte es damals diesem Diener des Lebens mit ihm. Ach, da wirst du irgendwelche finden. Wenn du welche finden willst, kannst du eins haben. Nein. Das wäre natürlich super ironisch. Magistra, wenn ihr wollt, ich weiß nicht, wie groß diese Zellen sind, könnt ihr natürlich Magistra Abel mir jetzt Analyse heranziehen. Das sollte die Sache beschleunigen. Wir haben noch viel zu tun heute. Ja, das ist wohl... Keine schlechte Idee. Wir sollten uns aufteilen. Wir müssen rausfinden, wer das war. Wir haben einen Massenmörder unter uns irgendwo. Ja. Richtig. Wir sollten erstmal alle gefährlichen Sachen hier einsammeln. Ich richte mich an die Wachen. Ihr da, macht die Tore zu. Niemand geht rein oder raus. Niemand. Sollen wir jetzt die anderen Wachen noch holen oder nicht? Ja. Natürlich. Habt ihr euch immer noch nicht auf den Weg gemacht? Ja. Ja, damit stratzt einer von denen los und nach ungefähr 10 Minuten seid ihr allesamt im Keller versammelt. Vor euch stehen 10 Wachen, die über die Nacht verteilt dann hier vorstanden, allesamt in Bewegung.
Nach 2 Stunden gab es eine Ablösung, eine Wachablösung, sodass sie niemals alleine waren, sodass sie niemals zu wenig zu wenig Schlaf oder sowas hatten. Also alles ab dann auch sehr fit. Die einen, die jetzt erst vor kurzem die Wache geschoben haben, sehen euch noch so ein bisschen genervt an. Aber ihr dürft gerne mal eine Menschenkenntnis würfeln. Oder gibt es irgendwelche anderen Proben? Ich überlege gerade. Eigentlich eine Menschenkenntnis, ne? Was genau willst du denn proben? Ob irgendjemand von denen lügt. Das wäre eine ganz glatte Menschenkenntnis. Ja, es ist ja keine Lüge. Sie sagen ja halt die Wahrheit, wenn sie erzählen, dass sie 3 Punkte, Jan hat keine Ahnung, Javas hat keine Ahnung. Ihr habt alle keine Ahnung, außer vielleicht Abelmir. Abelmir ist sich sehr sicher, dass sie es nicht waren. Ich kann keinen falsch erkennen, ihn. Ja, also ihr seid euch nicht ganz sicher, wenn sie halt, also ich werde jetzt keine Überredenprobe dagegen würfeln, aber alleine die Kulturkunde Schwarzaranien oder Uron oder sowas, allein die fehlt euch dann und sie lügen halt nicht. Aber mir hat allerdings den Durchblick. Wie ist denn das überhaupt mit diesem Zauber? Also eigentlich haben die ja nur überhaupt kein Interesse daran, wenn jetzt da jemand mit einem Ignorantia umlatscht. Aber eigentlich sehen die ja schon irgendwen. Ja, dadurch, dass sich Abel mir ja als Wache verkleidet hat, das, was ja eben clever war, hatten sie kein Interesse daran und haben ihn für irgendeine Wache gehalten. Wenn er da jetzt als Magister runterläuft, ist es nochmal was anderes. Aber ich habe ihm ja, gnädig wie ich bin, weil ich halt ein netter Spielleiter bin, habe ich ihm halt gesagt, zieh dich halt als Wache. Sonst als Magier wäre es was anderes. Du kannst halt nicht auf freiem Feld, kannst du dich nicht tarnen. Du brauchst eine Menschenmenge, in der du untertauchen kannst. Oder aber du brauchst eben jetzt diese Uniform, in der du untertauchen kannst. Also es war halt irgendeine Wache, die dazugehörte. Punkt. Und so konnte er dann rein und raus. Und was meinst du? Vielleicht sollten wir getrennt diese Leichner suchen auf Marsch-Restspuren. Kann ja. Nun, ja, die ich Herren werde Magier, den ganzen Tag hier unten verbringen und schauen, wer das war. Dieser Run, allem Respekt, wir haben noch mehr zu erledigen. Braucht ihr mich denn dabei? Und ich dachte, ihr wärt gern dabei. Natürlich bin ich gern dabei. Andererseits... Ich könnte es übernehmen, ja. Dann könnt ihr euch um das Tribunal kümmern. Ich habe noch eine Idee anzubieten. Tribunal? Also, welches Tribunal? Die Angeklagten sind in der Tat alle verstorben. Selbst wenn schon bewachte Gefangene unter unserer Aufsicht sterben, wer von uns ist dann noch sicher? Für wen kommen die Meuchelmörder als nächstes, wenn wir schlafen? Vielleicht waren es ja die Wachen selber. Vielleicht haben die sich hier irgendwann mal behandeln lassen. Doch, jetzt hört doch mal dem Zwerg zu. Ich habe nämlich eine Idee. Also, ich beherrsche einen Zauber, mit dem ich in die Vergangenheit gucken kann. An einem Ort oder von einem Objekt. Echt? Ja. Kann ganz einfach. Ja, tut es. Wir müssen wissen, wer das war. Dies erscheint mir praktisch. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob es klug ist, einen solchen Zauber in diesen dämonisch verseuchten Keller zu wirken. Er könnte wir Dinge müssen sehen, herausfinden, die... wer dieser Mörder ist. Ansonsten sind wir alle in Gefahr. Ich denke, wenn wir in Gefahr wären, wären wir bereits tot. Ich glaube, er möchte seine Spuren verwischen, um nicht gefunden zu werden. Aber wer ist dann nicht? Ich kann es nur anbieten. Wenn ihr es wollt, dann kann ich es machen. Wenn Isarun selbst denkt, dass sie auf die Schliche kommt von dem Ganzen, dann gehe ich mit Ukurian die Kräume verhauen. Wir machen es jetzt so. Wir nehmen uns, sagen wir, 1 Stunde Zeit. In der Zeit können die Herren Magier ihre Analysen durchführen und wir werden die Wachen einzeln befragen. Und wenn wir bis dahin keine handfesten Sachen in der Hand haben, werden wir uns anderweitig orientieren. Also gut. Wir müssen rausfinden, wer das war. Dann werden wir allerdings mit den Wachmännern, denke ich, nach oben gehen. Es hat wenig Zweck, sie in diesem feuchten Keller hier zu befragen. Ich lasse dann die Herren Magister alleine, ja? Tschüss. Und baut keinen Scheiß Abel mehr. Riecht doch nicht. Wenn auch nur ein Buch verschwindet, ich habe euch im Auge. Und dann denkt ihr gleich an mich, wenn ein Buch verschwindet? Ja, warum nicht? An wen denn sonst? Diese Bibliothek ist frei zugänglich. Jeder könnte ein Buch stehlen, jeder Macher könnte ein Buch stehlen. Ja, nur können die damit weniger anfangen. Wer kann denn von denen schon lesen? Ja, die können es verkaufen. An wen? An Horasia.
eher ein anderer Schwarzmagier. Es gibt gewisse Kreise, die anwalt schon mich Interesse hegen. Geht jetzt, die Zeit rennt. Die Götter warten auf niemanden. Aber mir geht da hinten links rein. Ja gut, ich guck mich mal hier um. Also ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich nehme mir jede von den Wachen einzeln vor und frage, wo seid ihr gewesen? Wann seid ihr wo gewesen? Habt ihr ihn gesehen? Die sagen alle nein und... Irgendwelche Gewalt, die du den anderen willst, foltern oder so. Ich... Und das Mannstrahler foltern. Ich lasse sie, also wenn sie irgendwie suspekt klingen, lasse ich sie dabei mein Praias-Amulett in den Händen halten. Aber ich habe nicht das Karma, um mehr als einen Eidsegen zu machen. Ja, dann hau mal einen Eidsegen raus. Auf eine Person von was? Ja. 10 Wachen? Ja, nein. Mach doch, klar. Nein. Diese eine Person ist schon suspekt. Ich mache jetzt mal einen Plus-Minus-Würfel. Von denen ist keiner so suspekt, dass ich ein Ding raushauen würde. Naja, halt Plus ist doch positiv, da ist auch einer. Ja, positiv für mich. Na gut, das ist richtig. Die erscheinen mir halt alle wie die Desinteressierten, wir wurden zum nächtlichen Wachdienst abgestellten und haben nicht richtig aufgepasst. Seien wir ehrlich, es sind halt Leute, die aus Nahuabad kommen, die Leute sind irgendwie 6-7 Jahre lang unter uronischer Herrschaft gestanden, du weißt nicht, wie diese Grenzwacht aussieht, wenn sie dann an diesem Wein entlang reiten und da irgendwelche Menschen rein schubsen, irgendwelche Sklaven überwachen, die sind halt durch und durch suspekt, aber sie haben dir jetzt gehorcht und sie haben auch keinen Grund, da jetzt die Leute zu töten. Das ist halt, wenn du Söldner auf Wachdienst abstellst, die sind nicht sehr aufmerksam. Ja, vor allem sind halt die Ersten, die irgendwie verdächtigt werden und das macht keinen Sinn, dass die das waren. Ja, ich teile diese Erkenntnis auch mit den anderen, wenn die ihre Befragung durchführen und sag dann, ich fehle mir ja noch, dass jeder von denen irgendwie 10 Stockhiebe und eine Woche auf einem Rationen kriegt und das war's dann. Ja. Wird sie dann noch so haben. Aber mir, wie möchtest du deine Untersuchung zu diesem finsteren Ort? Unglaublich sorgfältig. Die ganze Zeit rumlaufen mit einem Odem Arcanum, aber die ganzen Matrizes nicht wirken, sondern einfach nur Hokuspokus murmeln. Genau. Nein, dich genau da hinstellen, wo die Matrix ist und dann nochmal zaubern, damit Isaro nicht sieht, dass er da vorher gezaubert hat. Hier ist eine Matrix. Abelmir, hast du hier gestanden? Oh, tut mir leid. Was möchtest du tun, Abelmir? Gute Idee, weil der Lang gesagt hat, ich stimme ja genau an die Stelle an, die ich den Ignoranz gewirkt habe und würde dann mal ein Odem wirken. Also um den Ignoranz ja zu überschleiern, du weißt ja, dass genau. Wenn Isarun mit einem Analyst jetzt kommt, dann könnte es schon kritisch werden. Ja, dann schnell halt nochmal die Matrix überlagern und so ein bisschen verändern. Ja. Jetzt kostet das 3 ASP, ne? Ja, also eindeutig magisch hier. So viel ist sicher. Ja, hier wurde ein Zauber gewirkt. Hast du ihn gerade ruiniert? Ja, was war das für ein Zauber? Es war ein Täuschungszauber. Merkwürdig. Das ist sogar nicht gelogen. Ja, Isarun, habe mir was gefunden. Isarun, kommt doch mal hier, hier ist ein Täuschungszauber am Werk. Ein Täuschungszauber? Ja, ich habe so etwas noch nie gesehen. Sag mal, kommt mir eigentlich der Abel mir ein bisschen verdächtig vor? Also das war keine Lüge, ich habe auch aufgepasst. Ja, berichtet. Ja, seht ihr, ihr müsst selber mal gucken, diese feine Matrize. Ach, genau an der Stelle, wo ich stand, da dumm gelaufen. Verdammt. Das ist nicht gelogen. Hätte er nicht dort hinten stehen können? Naja, hat gelogen, dass er nicht weiß, welcher Zauber das ist. Er hat gesagt, er hat ihn noch nie gesehen. Er hat vermutlich noch nie seine eigene Ignoranz analysiert hat. Ist doch das nicht unbedingt falsch. Naja, gut, aber. Ich warte drauf, bis Abel mir überreden, Probe würfeln muss. Aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, zum Glück ist immer nicht hier. Aber immer hätte daraus seinen eigenen Vorteil gesponnen, wenn es nicht einfach Isarun gesagt. Isarun? Ihr seid doch still. Ja. Analysiert hier mal weiter. Ich gehe wieder darüber. Gut.